Aloha zusammen, herzlich willkommen in der wunderschönsten Jahreszeit, zumindest mal hier im Spiel. Ich finde den Winter so unfassbar hübsch in Medieval Dynasty. Ja, geil. Herzlich willkommen, willkommen, willkommen. So, hat Frau und Kind eine Quest? Nein, schade. Eieiei. Okay, Verwaltung. Fangen wir direkt mit der Bauhütte an. Ah, nee, das hat den Reparaturstand behalten. Finde ich gut. Dann holt sie hier nach und nach die Arbeit ein bisschen auf, die gute Dame, die da arbeitet. So, alles zum Reparieren angegeben. Wir gucken in die Kräuterhütte. Die würde ich auch echt gerne mal aufwerten, aber ich habe halt keinen Bock, jagen zu gehen. Muss halt, also es ist halt wirklich. Und die Punkte generierst du halt. Ja, ich könnte Fallen aufstellen, aber ich vergesse dann auch immer, die Fallen leer zu machen und neu aufzustellen. Ich weiß, dass das auch eigentlich ganz gut Punkte gibt. Ja. Gucken wir mal. Zoom. Heiltränke und Gift. Haben wir da die Produktion schon mal angeschubst? Wie sieht's denn mit... Wir haben Arbeitskräfte. Langsam kommen die Frauen aus dem Mutterschutz zurück. Wir haben schon wieder 3 freie Arbeitsplätze. Klar, ein paar... Wir haben bestimmt auch ein paar neue Kinder geboren. 2 Stück. Aber es kommen mehr Arbeitskräfte zurück, als wir verlieren. Von daher ist ja eigentlich ganz gut. So, die können wir die gleich mal neu einteilen. Gucken wir direkt mal. Im Brunnen brauchen wir jetzt nicht unbedingt jemanden. Grabungsschuppen ist auch nicht nötig. Holzschuppen eventuell. In der Jagdhütte ist komplett belegt. Landwirtschaft. Oh, da brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben aktuell nur 3 Landwirte. Ja, wobei, andererseits, jetzt im Winter reichen 3 Landwirte eigentlich auch aus. Wir gucken erstmal, ob es woanders wichtiger wäre, jemand neu einzustellen. Bienenstock brauchen wir noch nicht. Schmiede, Werkstatt. Werkstatt brauchen wir nicht. Marktstand für Kräuter, da können wir doch mal gucken. So, was haben wir denn eigentlich hier? Du wärst Landwirtschaft gut, du wärst Herstellung gut. Und du wärst Landwirtschaft gut. Na, ihr kommt also aus der Landwirtschaft und Diplomatie seid ihr eh schlecht. Okay, dann stellen wir euch nicht da ein. Ja, wenn das so ist, würde ich sagen, wir packen hier jemand in die Schmiede. Oh, beziehungsweise, warte mal. Deswegen baut die auch so langsam. Wir schmeißen dich mal hier raus. Und schmeißen, wen habe ich denn jetzt gerade hier eingestellt? Irgendjemanden, dich hier. So. Du kommst in die Bauhütte, du bist da besser aufgehoben. Und dann könnten wir jetzt nochmal kurz gucken, Marktstand. Dann machen wir das so, da sortieren wir ein bisschen um. Ist zwar bestimmt auch bloß Level 1, die Person, die ich da gerade hier... Ja, du wärst halt bei Abbauen eigentlich ganz gut. Ich meine, ich könnte sie auch zum Holzfäller oder in die Mine schicken. Das macht am Ende wahrscheinlich mehr Sinn, als wenn ich die da am Stand einteile. Der Stand ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das können wir auch von Hand verkaufen. Die Tränke. Das ist jetzt nicht weiter wild. Nee, dann lassen wir das so. Dann schmeißen wir hier in die Landwirtschaft. Wobei, wir gucken mal ganz kurz. Das waren ja 4er Landwirtschaft. Was sind die... Also so schade. Ich würde mir jetzt gerne hier...
Und mal Details anzeigen, F gedrückt halten. Dauert noch ein bisschen bis zum Level Up. Wo arbeitest du? Im Fersch. Leonarda werden wir ersetzen. Das müsste der Fersch sein. Genau. Dann du da raus. Das ist für die Milchproduktion. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Da hauen wir dich rein. Ja, wir hauen dich da rein. So. Dann. Gucken wir mal ganz kurz. Man sollte ja schon gucken, dass man die Leute ein bisschen smart verteilt. Bringt ja nichts, die irgendwo. Also wenn man jetzt gerade nicht irgendwie extrem krassen Mangel an irgendwas hat, wo man sagt, okay, ist mir jetzt gerade egal, wen ich da einteile, kann man ja ein bisschen darauf achten, die Leute so einzuteilen, dass die ihr vorhandenes Potenzial dafür nutzen. So. Haben wir alle Arbeiter? Ne, einen Arbeiter haben wir noch, einen freien. Moment. Auch Landwirtschaft Level 4. Hey, wieso habe ich dich denn gerade nicht gesehen? Oder abbauen. Nee, Level 4, dann schicken wir dich schon irgendwie in die Landwirtschaft. Wen haben wir da drin? Level 3. Wen haben wir da drin? Level 3. Ja, das einzig Wichtige wäre ja nur das hier. Oder wir tun halt doch schon anfangen, Honig zu sammeln. Ja, aufs Feld schicken brauche ich die jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, da sehe ich jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit. Auf den Feldern sind wir aktuell gut bedient. Gut, sie könnte als Knecht zum Dünger herstellen und so natürlich. Da könnte man vielleicht die Scheune direkt ein bisschen umgestalten. Warte mal. Landwirt, Landwirt, Landwirt. Scheunenknecht. Ja, pass mal auf. Wir machen mal Folgendes. Wir nehmen die Leonarda mal raus. Und den Edwards. Und dann geht der Edward mit aufs Feld und die anderen beiden wären die neuen Knechte. Knecht Nummer 1 und Knecht Nummer 2. So, ich hoffe, dann haben wir die Einwohner halbwegs sinnvoll verteilt. Gut, da wir die Hütten nicht mehr selber ganz machen müssen, was ich sehr, sehr begrüße. Oh, wobei, ich muss mal ganz kurz. Das ist wieder ein ewiges Hin und Her hier mit mir. Ich wollte bloß mal gucken, weil ich hier den Arbeiter drin gewechselt habe, ob ich. Ah, nee, muss ich neu nicht neu zuordnen. Sehr gut. Okay. 64 Häuser können wir auch noch bauen, bis wir am Limit sind. Hohoho, reichlich Häuser. Gut, gucken wir mal, was wir hier so für Quests im Dörfchen haben. Unsere Verwaltung haben wir erstmal geklärt. Häuser brauchen wir gerade nicht bauen. Wir haben noch ein leerstehendes. Da brauchen wir jetzt Reputationspunkte für. How are you? Kann ich dir helfen? Ah, ich habe meinen Bogen. Ja, ich bin gut. Hey, old friend. Have a good day.
Ich hab doch gerade meinen Recurve-Bogen. Hä? Bin ich doof? Wo ist denn mein Recurve-Bogen hin? Ah! Wieso hab ich den denn? Ich frag einfach nicht. Ich hab mir einfach vor die Füße geworfen. Das, so funktioniert das natürlich nicht. Haus renovieren, da bin ich dabei. Kupferhammer. Moment, bleib stehen. Bleib stehen. Ich habe auch den Kupferhammer einstecken. So, haben wir direkt die zwei Quests bei uns im Dorf abgeschlossen. Wir hätten noch eine Quest da. Und ich habe halt, also, ich bin da immer sehr im Zwiespalt. Ne? Einerseits möchte ich natürlich die Reputationspunkte. Andererseits sage ich mir immer, jetzt für 50 Reputationspunkte hier einmal quer über die Map zu reiten, um dann festzustellen, dass das, was ich für die Quest brauche, ich nicht dabei habe und ich dann wieder eine halbe Weltreise machen muss, um das zu besorgen, finde ich halt nicht so effektiv. Ich denke mal, Denika und Lesnika, das werden wir jetzt noch mitnehmen zum Quest machen. Aber jetzt extra nach Baranica oder nach Hornica reiten für 50 Rufpunkte, das sehe ich halt einfach nicht. Also wir warten mal, bis die jetzt gleich alle angefangen haben mit Arbeiten. Ich will mal oben gucken, wie es, über was die sich so beschweren, woran es gerade mangelt. Dass wir da vielleicht erstmal ein bisschen nachkorrigieren. Ich meine, wir haben ja noch 2 Tage Zeit da, die Quests zu machen. Und vor allen Dingen die Plantage, die wir gerade angelegt haben, die müssen wir, glaube ich, selber umgraben. Ich glaube, das machen die NPCs bei den Plantagen nicht. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ansonsten können wir ja mal Bäume kaufen gehen. Wenn wir eh unterwegs sind. Ich gucke erstmal, dass ich einen neuen Recurve-Bogen. Jetzt habe ich bestimmt wieder keinen mehr im Lager liegen. War ja klar, müssen wir uns selber einbauen. Naja, egal. Ist ja nicht so wild. Erstmal Holz aussortieren. Brauchen wir jetzt auch nicht. Laufe brauchen wir nicht mehr. Direkt mal hier die Lagerkiste ein bisschen leer. Oh, Kalksteine könnten wir auch mal wieder ein Haus aufwerten. Sehr gut. Gucken wir mal, wo wir mit Aufwerten aufgehört haben. Huch, wieso verzieht denn meine Maus heute so?
Oh, da hätte ich gerade mal wegen Feuerholz gucken müssen, ob wir da cool sind. Aber ne, können wir auch gleich noch machen. So, wir gucken erstmal, ob wir hier schon überall durch sind. Ist alles aufgewertet. Aber ich glaube, ich hatte keinen. Ich glaube, ich hatte alle Häuser fertig gemacht. Also kein Haus, wo noch so eine Wand fehlt oder so. Sondern wenn, dann nur komplette Häuser. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, sind wir auch schon echt weit hier mit aufwerten. So, hier sind die zwei Häuserreihen sind noch nicht aufgewertet. Und das haben wir alles schon. Okay. Ach doch, hier, guck mal. Eine Wand hatte ich schon gemacht. Okay. Dann gehen wir doch bei dem Haus erstmal ringsrum. Ach, die arme Ausdauer immer. Das bringt uns ja auch alles dem großen Lagerhaus etwas näher. Entschuldigung, dass ich störe, aber hier muss ein bisschen gearbeitet werden, junge Dame. Gut, dann gleich mal in die Verwaltung rein. Ich würde gerne, da das aktuell etwas wichtiger ist. Achso, du bist schon auf 100% und hier. Genau, dann nehmen wir hier nämlich mal die Steine raus. Und ballern das da mit rein. So. Ist nicht viel, aber so ein bisschen. So, und jetzt gucken wir mal, was hier unsere Einwohner noch so für Nöte haben. Okay, da fehlt eine Arbeitskraft, das wissen wir. Da ist alles cool, da fehlt auch nur eine Arbeitskraft. In der Schmiede fehlt es an Material. Und zwar an Bronze. Okay, das ist nicht cool. Könnte darauf zurückzuführen sein, dass hier an Material fehlt. Ne, da fehlt Leinengarn. Okay. Dann nehmen wir hier mal ein paar Prozent raus. Machen hier ein paar Prozent drauf. Gucken wir mal schnell, wie das hier aussieht. Zinnbarren haben wir minus. Das geht natürlich gar nicht. Moment. Und hier eins wegmachen. Sollten wir auch nichts wegmachen. Das ist doof.
Gucken wir mal, dass wir das halbwegs ausgeglichen kriegen. Achso. Halt im Zweifelsfall beim Recurve-Bogen abziehen. Das ist nicht ganz so wichtig. So. Und hier brauchen wir quasi auch 5. Machen wir mal so, dass wir eine leichte Überproduktion haben. Geht sich das jetzt noch aus? Ja, fehlt es wieder ein bisschen an Kupfer. Schade. Ich habe gedacht, da hätten wir die Zahlen ein bisschen rund machen können. Nochmal hier wieder eins runter, da wieder eins hoch. So. Okay, dann tun wir selber gleich nochmal ein paar Bronzebahnen herstellen, dass da wieder ein bisschen Vorrat ist. Am Werkzeugstand fehlt es an Steinpfeilen und an Recurve-Bögen zum Verkaufen. Da ziehen wir da einfach mal ein paar Prozente ab. Und gucken mal. Da haben wir ja irgendwie eine Überproduktion. Ja, wobei, so viel produzieren wir aber auch nicht. Ich kann ja nicht mehr verkaufen, als ich produziere. Ja, das macht keinen Sinn. Gut, Eimer. Verkaufen wir mehr Eimer. Ich glaube, Geld bringt das nicht allzu viel, aber... So, wie viele Eimer verkaufen wir jetzt? Das sind 17 am Tag. Sagen wir 17,5. Das merken wir uns mal kurz. 17,5 Eimer. Müssen wir nämlich die Produktion gleich mal checken. So. Und an was fehlt es hier? An Tonflakons. Okay. Das ist gut. Da müssen wir in die Werkstatt. Eimer. Wir produzieren 2 Eimer am Tag. Wie kann es denn sein, dass wir so viele Eimer haben? Warte mal, wird beim Eimer... Ne, es wird ja auch immer nur ein Eimer produziert. Ich kann nicht 17 Eimer am Tag verkaufen, wenn ich nur 2 Eimer herstelle. Macht ja gar keinen Sinn. Holzschalen brauchen wir auf jeden Fall nicht so viel. Da können wir mal ein paar Prozent wegnehmen. Dann machen wir hier dafür 5% mehr. Die sind uns ja ausgegangen. 7 Tonflakons stellen wir. Aber warte mal, bei Tonflakons kommt da auch wirklich nur... Ja, steht ja unten da. Kostet ein Ton, wird eine Flasche hergestellt. Na, bei Holzviolen ist es ja zum Beispiel so, dass mit einem Brett direkt 10 Violen hergestellt werden. Da kann man also sagen, man stellt 17 her und nicht 1,7. Genauso bei den Holzschalen, da werden halt direkt 5 hergestellt. Da reicht's eigentlich. Da brauchen wir ja keinen Riesenvorrat. So viel verbraucht sich das ja nicht. Wir können hier einfach mal... So, dann nehmen wir die Eimer komplett aus dem Verkauf raus. Ich glaube, die hatte ich nur zum Verkaufen eingestellt, damit weil ich einen Überschuss hatte. So viele am Lager lagen. So, 10 Flakons stellen wir aktuell her. Okay. Dann nochmal zurück dahin.
Ja, das ist wieder das Problem. Jetzt sehe ich wieder nicht, wie viele Flakons ich theoretisch verkaufen würde, weil gerade kein Flakon da ist zum Verkaufen. Wir stellen gleich welche her, damit ich das sehe. Eimer nehmen wir komplett aus dem Verkauf raus. Ja, nehmen wir erstmal komplett raus. Weiß bloß noch nicht, was wir dafür verkaufen. Warum haben wir denn keine Steinpfeile? Ich produziere doch Steinpfeile. Also wahrscheinlich nicht genug, aber... Das sind 39 Pfeile, die ich am Tag herstelle. Okay, 39 Pfeile am Tag stelle ich her. Wie viele verkaufe ich denn? What the fuck? Okay. Naja, egal. Wir machen erstmal ein paar Tonflakons, damit wir da was sehen. Ja, haben wir ja im Frühling schon besprochen, glaube ich, dass das für mich halt super interessant wäre, wenn mir die Zahlen halt auch angezeigt werden, wenn gerade nichts am Lager ist. Gerade wenn man das ein bisschen aufeinander abstimmen will, alles. Ton. Ton. Nehmen wir uns mal 50. Dann noch brauchen wir die Flaschen ja nicht. Können wir sie ja verkaufen. Bevor ich das vergesse, schauen wir nochmal schnell, wie unsere Wasserreserven hier aussehen. Weil im Winter stellen wir ja Tränke her, da haben wir ein bisschen erhöhten Wasserverbrauch. Aber da sind noch genug volle Eimer da. Das sollte kein Problem sein. So, kurz mal warten. Und jetzt können wir noch mal ganz kurz checken. Also, wir prüfen als allererstes. Wir produzieren 4 Ton. Das ist zu wenig. Wir müssen ja die Produktion da jetzt auch anpassen, wenn ich die Flaschenproduktion hochstelle. Wir verbrauchen 10 Ton. Das ist schon mal ein Problem. In dem Fall nehmen wir die Produktion. Ich will den Kalksteinproduktion jetzt gerade nicht runternehmen, deswegen. Ja, gehen wir mal auf 5. Das ist eine schöne Zahl. Da brauchen wir ganz genau 5 Ton. Dann gehen wir da wieder rein und gucken mal, dass wir hier auf 5 kommen. Das ist doch schön, das ist doch plus minus 0. So gefällt mir das. Dann müssen wir natürlich jetzt in... nicht Werkzeug, Rohstoff. Wir verkaufen 35. Ja, das macht natürlich keinen Sinn. Machen wir mal so. Verkaufen wir ein paar mehr Leinsamen. Davon haben wir genug. Haben wir das schon mal geklärt. Aber mit den Pfeilen müssen wir gleich mal gucken. Dann wollte ich Bronzebahnen herstellen, dass wir da wieder ein paar auf Reserve haben. Dürfen wir aber auch nicht alle Kupferbahnen verbrauchen. Ja, machen wir mal so. Weil wir stellen ja auch noch ein, zwei Sachen aus Kupfer her.
haben doch bestimmt. Ja, die kommen einfach mit dem Einschmelzen auch nicht hinterher, ne? Ah, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, ist einfach das. Oh Gott, so viel kann ich nicht schleppen. Okay, wir kommen gleich nochmal wieder. Aber ein bisschen Zinn hätten wir schon mal mitnehmen können. Wie viel Platz? Ja, komm, 50. 50 Zinn können wir schon mal einstecken. Wenn wir wieder Arbeitskräfte frei haben, können wir auf jeden Fall vielleicht noch eine Schmiede bauen, die nur zum Einschmelzen da ist. Wobei sich das auch alles wieder verschieben wird, wenn wir auf Eisen umstellen. Aber das ist ja noch ein Stück hin. Leder hat sich auch wieder erholt, ja. Da müssen wir gleich mal gucken, dass wir da vielleicht noch mal ein bisschen nachregulieren. Weil zu viel Leder brauchen wir natürlich auch nicht. Aber gerade wenn die NPCs noch leveln, verschiebt sich das ja immer mal wieder, weil irgendeiner ein Level dazu bekommen hat und auf einmal schneller produziert oder so. Das heißt, da ist man eigentlich mit dem Mikromanagement ist man nie fertig. Da muss man immer mal ein bisschen anpassen, wenn einem was auffällt. Auch die letzten Jahreszeiten, die wir hatten, dadurch, dass uns immer mal wieder Arbeitskräfte gefehlt haben, da haben sich die Einstellungen oder der Verbrauch und die Produktion ja immer mal so ein bisschen verschoben. Achso, warte mal. Hatte ich jetzt schon. Ja, hatte ich. Wäre schön, wenn ich es dann mal wieder hinkriege, dass oben die ganzen roten Anzeigen verschwinden. Ach, hat sich das genau mit Kupfer und Zinn aufgegangen, dass ich. Ach. Cool. Ich habe gerade gedacht, ich habe da auch Zinn- und Kupferbarren hergestellt. So, gucken wir mal, wie stehen wir denn beim Leder? Oh, das hat sich sehr, sehr viel erholt sogar. Das hat sich sogar sehr viel erholt. So, Nähstuben. Da können wir ja hier wieder nach oben gehen. Wir können ja mal schauen. Hier verbrauchen wir aktuell 55,5 Leder. Und hier verbrauchen wir aktuell 14 Leder. Also sagen wir mal, wir sind bei 60 Leder. Und hier verbrauchen wir gar kein Leder. Ich glaube, das sind die einzigen, die Leder verbrauchen. Nee, ich wüsste jetzt auch keinen anderen Betrieb, der Leder verbraucht. Also sagen wir mal so, 63 Leder verbrauchen wir ungefähr am Tag. Und wir produzieren 99. Okay. Dann gehen wir hier mal auf 65. So eine leichte Überproduktion ist ja immer ganz gut. Da hat man ein bisschen Reserve. Federn sollten wir genug haben. Wobei, lasst uns das mal kurz checken. An irgendwas muss es ja liegen, dass wir weniger Pfeile hergestellt haben, eventuell. Die Federn sind okay. Ja, über kurz oder lang wird es halt reichen, wenn wir einen, oh, das ist die Fischerhütte, wenn wir einen Arbeiter in der Jagdhütte haben, weil also die Jäger, die leveln übelst schnell und produzieren halt krass.
Aber ich würde sagen, da wir jetzt auch nicht unbedingt mehr Pelz brauchen, weil wir produzieren ja nichts mit Pelz, werden wir einfach die Fleischproduktion und die Trockenfleischproduktion Stöcke vielleicht, ja, das gucken wir auch gleich nach. Wobei Stöcke müssten auch noch welche da sein. Vielleicht haben die einfach, weil ein Arbeiter gefehlt hat, nicht so viel produziert. Oder ich hatte mehr verkauft, als ich hergestellt habe, um den Bestand zu verringern oder so. Bei meinem Gedächtnis ja manchmal ein bisschen schwierig. So, ja, wir produzieren einfach mal mehr Trockenfleisch. Also wir brauchen auch rohes Fleisch in der Überproduktion auf jeden Fall. Für die Eintöpfe, aber ich denke mal, das sollte sich ausgehen, wenn wir 30 Fleisch pro Tag verbraucht unsere Küche, glaube ich, nicht. Oh, doch, wir verbrauchen 60 Fleisch am Tag. Holla, die Waldfee. Okay, da müssen wir da nochmal, dann können wir das doch nicht so machen. Dann gehen wir mal hier so. Okay, da können wir versuchen, das mal ein bisschen auszupegeln. Nee. Machen wir so. Da haben wir 67 Fleisch am Tag. Jo, das sollte sich ganz gut ausgehen mit der Küche. Sehr schön, haben wir das auch gepegelt. Was war jetzt hier bei der Schmiede gleich nochmal? Ah, Leingarnproduktion. Genau, da müssen wir nochmal hier reingucken. Du produzierst gar kein Leingarn. Und du machst 6. Ja, pass mal auf. Dann machen wir mal hier ein bisschen runter. Da ein bisschen hoch. Wir haben jetzt einen Überschuss von 6,5 Leingarn. Ja, und da ist es wieder. Jetzt sehen wir wieder nicht. Aber es ist nicht so schlimm. Wir produzieren einfach was. Schnappen wir uns hier mal ein paar Flachshalme. Gerade ja auch bei den Marktständen, weil wir gerade beim Thema Pfeile waren. Die NPCs in den Marktständen mit der Diplomatie, die leveln auch sehr, sehr, sehr schnell. Und es kann auch einfach sein, dadurch, dass die 2-3 Level-Ups hatten, dass dann tun sich ja die Verkaufsmengen ändern und eventuell deswegen zu einem Pfeilengpass gekommen ist. Das ist aber nicht so schlimm. Die Pfeile produziere ich ja eigentlich auch nur, weil ich quasi freie Kapazitäten dafür habe. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Wo waren wir stehen geblieben? Nee, Herr Rai. du stellst her 6,5 Leingarn. Und, also Überschuss. Und du brauchst 1,7. Ja, das ist doch okay. Leingarn will ich auf jeden Fall eine Überproduktion haben, weil das kann man immer mal zwischendurch brauchen, gerade weil wir ja noch im ganzen Dorf die Laternen bauen müssen und so weiter. Und da brauchen wir dann auch Leingarn für. Deswegen nicht doof, wenn wir da einen kleinen Vorrat anschaffen. So, sind hier irgendwelche Ziegenböcke erwachsen geworden oder so? Oh, wir haben mittlerweile 4 Esel. Könnten mal den einen Eselhengst hier können wir mal verkaufen.
Ich habe mir überlegt, ob wir uns aus Spaß und der Freude noch Pferde anschaffen. Das wäre auch wieder ein Arbeitsplatz, den wir belegen müssen. So, worüber wird sich denn jetzt noch beschwert? Arbeitsplätze ist klar. In der Schmiede. Da habe ich doch gerade. Jetzt fehlt es an wieder an Bronzebahn. Ach so, ja klar. Weil ich. Ja, da war ich stehen geblieben. Alles gut. Das ist jetzt quasi erstmal, glaube ich, die letzte Baustelle, die wir dann vor uns haben. Da wollte ich das Zinnerz ja noch umwandeln. Habe ich hier noch aus Versehen was in der Kiste liegen? Eine Steinaxt. Lul. Na, die packen wir mal ein. Ja, irgendwann war mal mein Lager voll, deswegen nicht alles. Da gucken wir auch gleich noch mal nach. Weil meine Arbeiter in der Mine, die habe ich ja auch ständig mal raus und wieder reingetan, wegen Arbeitermangel an anderer Stelle. Ob da noch die Eisenproduktion oder der Metallabbau mit dem Bedarf der Schmelze übereinstimmt. So, gucken wir doch mal. Wir produzieren 21 Zinn, 21 Kupfer und 12 Zinn. Und wir verbrauchen. Okay, wir haben eine ganz schöne Kupferüberproduktion. Aber ist okay. Also wir tun auf jeden Fall mehr Metall abbauen, als wir verarbeiten. Von daher ist prinzipiell erstmal alles im grünen Bereich. Könnten beim Kupfer vielleicht sogar runtergehen. Allerdings wüsste ich jetzt nicht. Ja, Steine herstellen macht jetzt auch relativ wenig Sinn. Aber soll ruhig eine kleine Überproduktion stattfinden, weil uns fällt ja hier dann demnächst mal wieder eine Dame weg. Gut, dafür kriegen wir wahrscheinlich andere Arbeiter, aber ich würde eher fast sagen, wir gehen hier noch ein bisschen runter. Steine brauchen wir nicht mehr so viele aktuell und tun lieber noch ein bisschen Zinn. Und das können wir ja dann von Hand immer mal einschmelzen, wenn Bedarf ist. So, Stöcke wollten wir noch gucken. Steine haben wir auf jeden Fall genug zum Pfeile herstellen. Das sollte nicht unser Problem sein. Stöcke haben wir auch genug. Er hat einfach nur die Produktion mit dem Verkauf nicht mehr übereingestimmt. Und damit wir das gleich mal wieder abschätzen können. Ja, wenn wir dann Eisen abbauen, dann werden ja auch die Pfeile auf Eisen umgelegt. Aber das dauert noch ein bisschen. So. Legen wir mal ein paar Pfeile ins Inventar und dann können wir gucken. Hey, wo mache ich den Steinpfeil? Ach so, ja, logischerweise bei Steinwerkzeug. Nee. Hä? Holzwaffen? Steinwaffen. Da müssen wir hin. Ja, Wirtschaft muss halt auch mal sein. Ist nicht ganz so spannend, aber okay. Medieval ist an sich nicht das spannendste Spiel. Das ist halt eher so das Chill-Let's Play. Wenn man es so nennen will. Warte mal. Nee, Moment. Ein paar Pfeile wollen wir ja auch selber einstecken lassen. Wie groß kann ich denn. Oh, ich könnte komplett die. Nee, das ist nicht der Plan. Dann.
Ja, packen wir mal 200, das passt schon. Machen wir 197, dann haben wir noch genau 50 einstecken. Ja, das passt. Steinachs brauchen wir so nicht mehr. Duncan, grüß dich, hi. Ja, wer will denn Aufregung? Man ist doch zum Chillen hier. Ja, das kommt ja immer ganz aufs Spiel drauf an, was gerade gespielt wird, ne? Scum später ist ein bisschen aufregender, aber dann freut ihr euch ja wieder, dass ich die ganze Zeit sterbe. Und vielleicht will ich demnächst mal wieder ein bisschen regelmäßiger Destiny spielen. Wenn ich es endlich mal wieder hinkriege, die Dienstagsstreams, die ich immer ankündige, auch einzuhalten, könnte man den Dienstag ja wieder mit Destiny füllen. Ein bisschen Bock habe ich ja schon, nachdem ich letztens mal wieder reingeguckt habe. Und es hat ja gerade eine neue Season angefangen, von daher würde sich das anbieten. Aber da gibt es ja quasi auf dem Kanal hier für jeden was. Ob er nur was Chilliges will oder ein bisschen Action. Dafür gibt es ja verschiedene Spiele und verschiedene Geschmäcker. Das ist ja das Schöne. Okay, wir gucken nochmal. Schmiede. Wir produzieren 39 Pfeile am Tag. Das ist ja immer mal 10, weil da kommen ja 10 Pfeile raus. 39 Pfeile und wir verkaufen 59. Das kann sich ja nicht ausgehen. Gehen wir mal auf ja 38, ist doch super. Haben wir leichte Überproduktion. So eine leichte Überproduktion ist ja nicht problematisch. Ich frage mich halt nur, was ich jetzt... Ich habe halt nichts anderes, was ich jetzt hier zu verkaufen habe. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas produzieren, was wir hier noch verkaufen könnten. Ja, brauchen wir vielleicht doch mal noch eine Schmiede, die dann Sachen herstellt zum Verkaufen. So. Kleidung? Fehlt's auch an was? Wir haben keine kleinen Gürteltaschen mehr. Ja, okay, da muss man jetzt natürlich sagen, bei den kleinen Gürteltaschen hat natürlich auch die Produktion ein bisschen gestockt, weil wir kurzzeitig mal Ledermangel hatten. Wir produzieren 6 Taschen. Ja, 7. Sagen wir mal, wir produzieren 7 Taschen. Und 8 Taschen. Sagen wir mal 8. Produziere ich gar keine... Ich verkaufe Sachen, die ich nicht produziere. Finde ich ja auch interessant. Aber die habe ich, glaube ich, mal von Hand hergestellt einfach. Jetzt sehe ich wieder nicht, wie viel ich verkaufe. Oh, jetzt müssen wir erstmal wieder ein paar Taschen herstellen. Oh, belastend, ey. Ja, die Anzeige, ich würde sie mir sehr wünschen. Ich würde sie mir sehr, sehr wünschen, die Anzeige. Jetzt muss ich wieder erst was herstellen, um da was zu sehen. Das ärgert mich manchmal ein bisschen. Okay, wir halten mal fest für die langfristige Planung. Wenn jetzt die Arbeitskräfte kommen ja jetzt langsam wieder rein. Ich hätte gern noch eine Schmiede. Und eine Näherei. Ja, wobei... Das Problem wird sich halt lösen... Ich glaube, wir brauchen es nicht mal neu bauen. Wir gucken gleich nochmal, wie weit wir davon weg sind, die Gebäude aufzuwerten. Weil gerade bei der Näherei... Ich glaube, Schmiede brauchen wir noch eine. Weil ich glaube, Schmiedestufe 3 bekommt keinen zusätzlichen Arbeiter. Ich glaube, das bleibt bei 2 Arbeitern. Da kommt einfach nur dazu, dass man dann Eisen verarbeiten kann. Aber bei der Näherei wird auf Stufe 3 ein zusätzlicher Arbeitsplatz freigeschalten, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe.
Von daher macht es da jetzt keinen Sinn, noch eine Näherei zu bauen, sondern dann eher zu warten, dass man die beiden Nähereien, die man hat, aufwerten kann. Und dann kann man ja immer noch entscheiden. So, Kleidung. Okay. Was habe ich gesagt? Wir stellen ungefähr 8 her, ne? Ich glaube, mit 8,2 kommen wir da ganz gut. Hier wird sich jetzt auch an den Verkaufszahlen nichts mehr ändern, weil da ist schon Level 10 am Start. Und dann wäre es natürlich langfristig schlau, vielleicht Strohhüte herzustellen, weil dafür brauchen wir Stroh und deswegen stelle ich die schon mal hoch. Das können wir jetzt schon mal von Hand machen, um das Lager ein bisschen leer zu räumen. Denn ich weiß eh nicht, wohin mit meinem ganzen Stroh. Dann nehmen wir mal 2000. Und das waren noch Zeiten, wo man nur Stroh gebraucht hat für die Strohhüte. Jetzt braucht man ja hier das Leinengewebe dazu. Aber ist ja auch nicht so schlimm, da haben wir auch gut angesammelt mittlerweile. Könntest das Stroh auf den Boden legen. Ein Schelm, wer Böses denkt. Oder könnte er meinen, meine Frau könnte echt mal wieder eine Quest für mich haben, dass ich Wein besorgen soll, ne? Vielleicht klappt das ja, wenn ich Stroh auf den Boden lege. Ein Versuch ist es definitiv wert. So. Supi. Boah, da haben wir auch direkt das Lager hier mal ordentlich wieder leer geräumt. What the fuck? Dung und Dünger wird langsam. Dung und Dünger ist auch geil. Ja, wir haben ja im Schweinestall jemanden eingestellt, der nicht ganz so schnell ist. Aber ich denke mal, das kriegen wir trotzdem ganz gut hin. Wir könnten aktuell 5 Felder düngen. Das könnte aber auch. Nee, wir könnten aktuell 2 Felder düngen. Das könnte eng werden. Müssen wir wohl auch mal wieder beim Dünger. Moment. Moment, Moment, Moment. Das könnte nämlich auch sein, dass das damit zusammenhängt. Ich verkaufe ja Dünger. Das nehmen wir erstmal raus. Kurz mal überlegen. 2, 4. Das sind ungefähr 300 pro Jahreszeit, bisschen mehr, ja. 340 pro Jahreszeit. Nee, so viel können wir davon auch nicht verkaufen. Wie viel Leinsamen bekomme ich denn mit einer Ernte? Wie viele Felder haben wir? 1, 2, 3. Das sind 100. 50 Flachs, die wir ernten. Oh, jetzt weiß ich gerade nicht, bekommt man, wie viel Flachssamen bekommt man, wenn man Flachs auseinander nimmt? Muss ich jetzt testen? Man bekommt ja mehr als einen Flachssamen, gehe ich mal von aus. Oder Leinsamen. Muss mal kurz eruieren, was unsere Jahresproduktion da ist. Oh, man bekommt tatsächlich nur ein Flachsamen? Ach so, aber man erntet mehr als einen Flachs. Naja, das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie viel Flachs ich bei einer Ernte bekomme. 4.
Ist das 4 zu 1? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber gehen wir mal von 4 zu 1 aus. Ich glaube, das ist realistisch. Das wären also mit einer Ernte 600. Also kann ich aufs komplette Jahr gesehen... ...450 verkaufen. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, ob das 4 zu 1 halt richtig ist. Da bin ich mir gerade sehr unsicher. Wo zählt denn das Kleiner mal mit rein hier? Ja. Was ist denn 450 durch 8? Ich nehme Taschenrechner. 56, das kann ja eigentlich auch nicht sein. Ich meine, aktuell haben wir super viel auf Lager. Aber problematisch wird es halt, wenn uns die Flachssamen ausgehen. Ich gehe erstmal auf 60 am Tag. Safety first und so. Wir haben zwar jetzt nichts anderes, was wir... Oh, wir könnten Pelz verkaufen. Da stellen wir ja eh nichts mit her. Ja, die Seeds verkaufe ich lieber händisch. Holzfiolen könnten wir verkaufen. Wie viel Holzfiolen stellen wir her? Wir stellen her 17 Holzfiolen am Tag. Und wir verbrauchen 17 am Tag. Aber die verbrauche ich ja nur im Winter. Also verbrauchen wir aufs ganze Jahr gesehen, sagen wir mal ganz grob, 35, gehen wir mal auf Nummer sicher und sagen 40. Und ich stelle aufs komplette Jahr gesehen her 'Wobei, ich habe die Produktion so eingestellt, dass wir gar keine Überproduktion haben, sehe ich gerade. Also doch, wir haben eine Überproduktion, ja. Sagen wir mal, wir produzieren 35, 70, 100 Stück zu viel im Jahr. 100 Stück zu viel im Jahr. Da könnten wir 100 Stück durch 4 sind... durch 8 sind 25, sind 12. Also 12 am Tag könnten wir verkaufen. 12,5. Wir könnten aber auch einfach noch ein paar mehr herstellen, weil wir haben ja eh Freilauf hier. Okay, was habe ich gesagt? Wir verbrauchen aktuell 40 pro Jahr. Ich will echt einen Taschenrechner rausholen hier für ein Computerspiel. Durch 8. Okay, da könnten wir jetzt 80 am Tag verkaufen. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Äh,
Wir müssen ja schon ein bisschen gucken, dass wir unser Potenzial nutzen. Oh, wow. Das ist nicht viel. Ja, machen wir mal lieber so. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich jetzt verrechnet habe. Hätten wir in dem Laden halt immer noch Potenzial, irgendwelche anderen Sachen zu verkaufen, aber wüsste jetzt gerade nicht was. Tierfutterproduktion müssen wir wieder ein kleines bisschen steigern. Dafür brauchen wir mehr als wir. Gut, ich könnte halt auch einfach Stroh verkaufen. Aber da wollen wir lieber die Hüte herstellen. Oder wir stellen mal so ein paar Weidenkörbe oder so her. Oder Holzbecher oder so ein Scheiß. Den wir dann nur zum Verkaufen herstellen. Gut, okay, wir lassen das erstmal so. Dementsprechend sind die drei Ausrufezeichen, die wir hier haben, aktuell vertretbar. Okay. Auch wenn das mit den Zahlen da oben irgendwie nicht übereinstimmt. Okay. Jetzt, ich bin halt voll irritiert. Drei Sachen sind nicht zum Verkaufen da. Ach so, ja klar. Die zwei Sachen kann er ja nicht verkaufen, weil da kein Verkäufer drin ist. Deswegen zeigt er an, dass drei Sachen nicht verkauft werden können. Manchmal ist halt auch schwierig mit Denken, ne? Okay, dann sollten wir das jetzt hoffentlich alles erstmal ein bisschen geregelt haben. Wir nehmen uns eine... Wir nehmen uns die Hopfensetzlinge. Wir nehmen uns... eine Steinhacke. Und wir nehmen uns ein Säckchen. Dünger brauchen wir ja auf der Plantage nicht. Dünger brauchen wir auf der Plantage ja nicht. So, dann du dahin. Und dahin. Ach, die haben es doch gepflügt. Ah, okay. Cool, ich habe gedacht, die Plantagen pflügen die nicht. Aber hatten sie ein bisschen Freizeit. Ja, dann ist ja gut, dann können wir uns das ja sparen. Brauchen wir bloß das hier. Hopfen. Fangen wir mal hier hinten an. Okay. Hat so am Hang eher was von Weinreben als von Hopfen, ne? So, Pflaumenbäume hätten wir noch Platz für 6 Stück. Das merken wir uns gleich mal. Wenn wir jetzt eh durch die Dörfer gehen, können wir ja mal was, mal ein bisschen Geld ausgeben. 6 mal Pflaume. Und ehe ich jetzt hinlaufe, ist es eh hier besser zu sehen. Und 8-mal Apfel. Ja. 6-mal Pflaume, 8-mal Apfel. Alles klar. Gut.
Wir müssen jetzt nicht unnötigerweise die Steinhacke mit uns rumschleppen. Das Säckchen, das wiegt nichts, das lassen wir einfach klar einstecken. Dann können wir die Setzlinge nachher gleich pflanzen. So, haben wir der Wirtschaft erstmal wieder ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Weil ich die Tiere gerade sehe. Ich habe halt auch manchmal so krasse Gedankensprünge. Hier fehlen uns 620 Punkte. Alter, wie viele Tiere muss ich denn töten für 620 Punkte? Boah. Müssten wir echt super viel jagen gehen. Das ist halt auch einfach immer so dumm, wenn die Händler dir Quests geben mit besorg mir die und die Sachen, die du dann einfach beim Händler kaufen kannst. Have a good day. Ich glaube, das ist halt irgendwie nicht Sinn und Zweck der Sache, habe ich das Gefühl. Viel zu viele ohne Fallen ist echt zäh zu leveln. Ja, aber ich muss halt ganz ehrlich sein. Ich meine, ich weiß ja, dass man mit den Fallen wirklich gut leveln kann in dem Bereich. Aber ich vergesse die Fallen dann auch immer. Weißt du, ich stell die auf, aber ich mache die dann nie leer oder stell die neu auf. So, und dann bringen mir halt auch die Fallen nichts, weil ich halt ein total vergesslicher Dude bin. Ach, Birnen gibt's ja auch noch. Wollen wir Birnen? Nee, Apfel und Pflaume reicht eigentlich. Es bringt halt auch nicht wirklich was, sich auf mehrere Obstweine zu konzentrieren, weil das Problem daran einfach ist, dass ja, sich das dann so verteilt, dass man super wenig produziert. Ja. Ich glaube, wir bleiben bei Pflaume und Apfel. Und aus Apfel machen wir Apfelbrei, also Haferbrei mit Apfel. Und aus Pflaume machen wir Wein. Ich glaube, Kirsche und Birne tun wir eher vernachlässigen. So, Apfel habe ich gesagt, 8 Stück. Ne? Und Pflaume. Waren 6 Stück. Hopfen. Kaufe ich mal nicht, weil zumindest aktueller Stand werden wir Hopfen nicht verarbeiten. Und da reichen mir dann vielleicht die Hopfensetzlinge, die ich ab und zu mal in den Fässern und Säcken finde. See you soon. Sagen, war hier nicht auch mal ein Ausgang? Oh, ein Banditenlager. Haben die mich gesehen? Ja, haben sie. Da muss ich erstmal ein Stück weggehen. Könnten die mal kurz aufhören, mir hinterher zu laufen? Dauert nämlich immer so ewig, vom Esel abzusteigen. Oh, ich höre Wölfe. Könnten wir das nicht kombinieren? Könnten nicht die Wölfe jetzt mit den Banditen spielen? Wow!
Jetzt wurde ich von Voss abgelenkt. Voss, vielen, vielen Dank für deinen Resub. Dankeschön für 15 Monate. Erstmal ein bisschen Liebe für dich. Gerade in die Banditen reingelaufen. Ach man, jetzt laufen die mir so ewig hier. Moment. Hallo Lea, grüß dich. Ist halt ein bisschen doof, jetzt hier abzusteigen. Ja, demnächst, nächstes Jahr. Ich weiß gerade nicht ganz genau, ob für Quartal 1 oder Quartal 2. Die haben es ja nochmal verschoben. Aber steht mittlerweile, oder beziehungsweise steht ja jetzt schon seit längerem in der Roadmap mit drin. Und ich stelle gerade fest, wir können uns mit den Banditen gar nicht anlegen, weil ich vergessen habe, mir einen neuen Bogen zu machen. Gut, dann dürfen die Banditen leben. Ja, ich habe die Roadmap gerade nicht wirklich im Kopf. Deswegen, ich weiß auch zum Beispiel nicht, was das nächste große Update, was ja demnächst kommt. Das ist ja gar nicht mehr so weit weg. Da sind ja die Test-Server sozusagen schon. Also man kann ja die Beta zum Early Access. Achso, nee. Medieval ist ja gar kein Early Access mehr. Man kann ja die Beta zum nächsten großen Patch schon spielen in der Testversion, wenn man das möchte. Ich mache das halt immer nicht. Und ich weiß gerade gar nicht, was da das große Thema vom Update ist. Ein, zwei Sachen weiß ich. Ne? Zum Beispiel die Scheune wird ja nochmal aufgeteilt in Scheune und Schuppen. Aber ich weiß gerade nicht, was das Thema dazu ist. Ja, nee, ist klar. Aber wir könnten das auch eigentlich ganz kurz. Ja, Wild West Dynastie wird zuerst. Ja gut, okay, das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Also Wild West Dynastie ist vom selben Publisher, aber nicht vom selben Studio. Also das wird ja von einem anderen Studio programmiert. Das eine hat ja mit dem anderen nichts am Hut. Genauso wie Sengoku Dynastie ist, glaube ich, auch ein anderes Studio. Also ich meine, natürlich arbeiten die so ein bisschen zusammen, tauschen sich aus und so weiter, aber so ist das hier die aktuelle Roadmap. Konsole. Genau. Ah ja, okay, das hier müsste die aktuelle sein. Also das Update, was jetzt als nächstes kommt, was quasi ja schon in den Startlöchern ist, müsste. Armors, Crests, Shields and More sein. Oder es ist einfach ein Zwischenupdate, weil das ist eigentlich für 2023 genauso wie der Koop-Mode angekündigt. Ja, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Will ich auch nichts Falsches sagen. Aber könnte dieses Armory-Update sein? Jo, Eisenerz kannst du kriegen. 3 Stück. Hello there. My wares never disappoint. Goodbye. Wild West Dynasty bin ich auch mal gespannt. Ich sag mal so, wenn ich jetzt die Wahl gehabt hätte, was zuerst rauskommt, Wild West Dynasty oder Sengoku Dynasty, ich verwechsel das immer. Ich muss immer an diesen Anime denken. Hätte ich mich für das japanische Mittelalter entschieden, statt für den Wilden Westen.
Aber auch auf Wild West Dynastie freue ich mich schon sehr. Habe ich auch Bock, das mit euch im Stream zusammen zu erkunden und zu erforschen. Und vor allen Dingen dann ja auch zu sehen, ich meine, die haben ja aus Medieval Dynasty sozusagen gelernt und konnten ja viele Sachen dann schon in die Entwicklung der anderen Spiele einfließen lassen. Ich denke mal, dass die soweit zusammenarbeiten, gerade bei Sengoku. Da kommt ja von Anfang an zum Beispiel der Koop-Mode und so weiter und viele, viele Sachen, die sich im Forum und Discord bei Medieval Dynasty gewünscht wurden, sind da von Anfang an in die Entwicklung mit eingeflossen. Von daher bin ich da schon sehr, sehr gespannt drauf, was da am Start sein wird. So, machen wir kurz Feuer schon an hier. Loren Bella, grüß dich. Bitte, habe ich richtig gehört, das Spiel bekommt... Ja, das bekommt einen Koop-Modus. Wie genau der aussieht, also man wird mit Sicherheit nur zusammenspielen können und nicht gegeneinander, weil ein wirkliches Gegeneinander gibt es in dem Spiel ja nicht. Aber ja, das Spiel bekommt einen Koop-Modus, ich glaube mit bis zu 4 Spielern, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube 4 Spieler sollen es werden. Die sollten lieber ein Intelligenz-Update einbauen, die KI ist dumm. Naja gut, die KI ist nicht dumm. Eigentlich finde ich die KI mittlerweile sehr, sehr gut. Was ich mir wünsche, was ich auch heute schon öfter angesprochen habe, ist einfach nur die Arbeitsreihenfolge auf den Feldern. Entweder muss die logischer gestaltet werden oder mir als Spieler die Freiheit gegeben werden, dass ich die Reihenfolge festlegen kann, wie die mit den Feldern umgehen. Da würde ich mir auf jeden Fall noch was wünschen, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ansonsten finde ich die KI jetzt nicht so dumm. Laufwege und so werden ja in jedem Update immer mal so ein bisschen angepasst. Das ist eigentlich völlig im grünen Bereich, finde ich. So, ja, die nächsten Quests wären jetzt halt Hornika, Baranika, aber da jetzt extra hinreiten wegen 50... Wegen 50... Reputationspunkten, das ist mir einfach nicht wert. Wir machen Folgendes, wir gehen jetzt zu Fuß am Fluss wieder Richtung Heimat. Soweit sollte das ja gar nicht sein. Wir laufen aber vorher noch mal ein Stück hier hoch. Und wir haben schon länger die Fässer nicht mehr gelootet. Ich überleg gerade, kamen hier weiter oben noch welche? Ich guck mal ein Stück. Ich glaube, ein paar Säcke liegen hier irgendwo noch rum. Weil da kann man ja immer ganz gerne mal so Baumsetzlinge oder Dünger oder Seeds oder so drin finden. Also für mich wären jetzt gerade nur die Baumsetzlinge wirklich interessant, aber... Das ist am Anfang ein guter Tipp auf jeden Fall. Wenn man noch nicht so viel Geld hat. Ich meine, jetzt könnte ich mir das alles kaufen, wenn ich will, aber... Ich würde mir auch wünschen, dass Deutsch gesprochen wird im Game und alles vertont wird. Ja gut, da kann ich dir schon mal sagen, das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Das Ding daran ist einfach, Synchronsprecher sind ein wirklich, wirklich, wirklich teures Vergnügen. Und das wird bei so einem kleinen Studio wahrscheinlich eher nicht realisiert. Aber hey, das Thema hatten wir auch schon ganz oft. Ich meine, jetzt mal... Hey, Ich bin kein Synchronsprecher oder so. Aber wenn jetzt Toplitze auf einmal ankommen würde und sagen würde, ey, wir haben schon Bock, das Spiel zu vertonen. Hättest du nie Lust, das irgendwie gratis zu machen oder so? Ich würde es machen. Ich würde da kein Geld für nehmen. Eine Stimme habt ihr. Ist nicht die beste Stimme, aber eine Stimme habt ihr. Ja, oder was halt auch dann cool wäre, wenn es vielleicht modbar wäre, ne? Wenn man... Ich weiß halt nicht, wie... Ich kenne mich mit Computerspielprogrammierung nicht aus.
Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, zu sagen, ich kann die Spieldateien so weit bearbeiten, dass ich die, das Voice-Over bearbeiten könnte, dann könnte man sich ja auch mit ein paar Leuten zusammentun und sagen, wir machen selber eine Synchro. Aber dafür bin ich halt, also, da bin ich ganz weit weg von auch nur ansatzweise irgendeine Erfahrung darin zu haben. Ja, Sengoku haben sie für 2023, für Ende 2022 war es angekündigt und haben es verschoben nach 2023, ja. Du hast eine sehr beruhigende Stimme. Für mich könntest du sogar Hörbücher vorlesen. Ich kann immer gut bei dir einschlafen, wenn du nachts streamst. Oh. Ich habe tatsächlich schon mal die Idee gehabt, ob ich nicht, weil, ich meine, du bist nicht die Erste, die das sagt, Lea. aber ich habe tatsächlich schon mal die Idee gehabt, nicht einfach mal ein Buch vorzulesen. Kann man ja als YouTube-Video in dem Sinne machen, ne? Hast du irgendein Standbild und dann halt eine Tonspur. Problem daran ist, ich bin wirklich schlecht im Lesen. Oder, was heißt schlecht? Das klingt so, als wäre ich Analphabet. Nein, ich bin einfach schlecht im laut Vorlesen. Ich verhaspel mich dann und stolper über Wort. Ihr merkt es ja immer im Spiel, wenn ich irgendwelche längeren Texte vorlese oder so. Bin ich halt nicht gut drin. Und ich weiß leider nicht, da müsste man sich halt schlau machen, aber das wäre vielleicht noch das kleinste Problem, das in Erfahrung zu bringen. Wie das urheberrechtlich so ist mit Hörbüchern. Und das nächste Problem wäre natürlich, wenn man jetzt so ein Buch liest, da kommen mehrere Personen drin vor, sollte man ja sich für jede Person dann vielleicht eine Stimme überlegen. Und ich glaube, ich würde es einfach nicht hinkriegen, mir nach einer gewissen Zeit zu merken, welche Stimme ich für welche Person verwendet habe. Ich bräuchte dann ein Buch, wo nur eine Person drin vorkommt, wo ich nur eine Stimme brauche. So eine Erzählerstimme und nicht noch, da unterhalten sich zwei Leute. Aber an sich wäre das vielleicht echt mal so eine coole Idee, aber wie gesagt, ist halt so, weiß nicht, wie das so urheberrechtlich aussieht. Weil man kann sich ja nicht einfach ein Buch nehmen, da hat ja auch irgendjemand ein Urheberrecht drauf. So, ne? Das sind alles so Themen, da muss man echt drüber nachdenken, was da alles so für Rattenschwänze dranhängt. Was man da so alles beachten muss. Gerade wenn man das kommerziell nutzt. Auch wenn es jetzt bei mir da natürlich nicht um Unmengen von Geld geht. Auf YouTube gleich gar nicht. Auf YouTube verdiene ich ja gar kein Geld. Da kann ich ja keine Werbung, also da ist zwar Werbung, aber da kriege ich nichts für. Aber da das ja alles gewerblich angemeldet ist und so weiter, ist halt ein kommerzieller Hintergrund. Und dann sieht das Ganze mit Urheberrecht ja nochmal ganz anders aus, als wenn man was für einen Privatgebrauch macht sozusagen. Das sind halt echt ultraschwierige Themen. Wo steht dein Dorf bitte? Das kann ich dir gerne zeigen auf der Map. Aber wir haben dieses Mal auf der Landzunge gebaut, auf der kleinen Halbinsel. Sehr, sehr schöne Baufläche. Einziges Manko, am Anfang, wenn die Holzfäller noch nicht genügend Holz produzieren, da stehen nur Birken rum. Es ist eine Schweinearbeit, die ganzen Bäume zu fällen, weil Birken ja nur zwei Holzstämme geben. Aber ja, ich habe tatsächlich schon mal den Gedanken kurz gehabt, zu sagen, ey, so, keine Ahnung, vielleicht sollte ich nicht mit dem dicksten Buch der Welt anfangen, vielleicht so, keine Ahnung, vielleicht erstmal eine Kurzgeschichte oder sowas. der Einschlaf-Podcast von Onkel. Onkels Einschlaf-Podcast.
Mein Dorf steht in der Nähe der Insel. Ah, cool. Ja, es gibt super viele schöne Bauplätze. Was wir gerade freigeschalten haben, was ich sehr, sehr gut finde, das war die Schmiedestufe 3, oder? Wird direkt geupgradet. Beide Schmieden aufwerten. Ab geht's. Wir haben noch einen Tag Zeit hier im Winter. Gehen wir schon mal Holz und Steine holen. Können wir direkt, nachdem wir gerade eben alles Mögliche an Produktion eingestellt haben, können wir dann direkt die komplette Produktion, was mit der Schmiede zu tun hat, wieder über den Haufen werfen und alles neu einstellen. Geil. Ein Einschlaf-Podcast gibt's schon, der liest langweilige, gemeinfreie Bücher. Naja, gut. Es wird für alles schon irgendjemanden geben, der das macht. Das heißt ja nicht, dass ich das nicht machen darf. Es gibt auch von Radio PSR den Einschlaf-Podcast, deswegen bin ich gerade auf Einschlaf-Podcast gekommen. Da liest Rocky, ein Moderator von denen, Betriebsanleitungen vor. Das ist auch geil. Seit wann baust du schon an deinem Dorf? Wir sind jetzt im Winterjahr 13. Das sind, kannst du jetzt ausrechnen, 4 Jahreszeiten pro Jahr sind 26, 52, sagen wir mal so Pi mal Daumen, 60 Stunden ungefähr. Ja, das bekomme ich, glaube ich, als Info auf meinem Dashboard. Ich sehe, wenn ihr reagiert, sehe ich das. Aber ich sehe nicht, wer wie reagiert hat. Ich glaube, das ist anonym. Aber macht das gerne, ey. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Auswirkungen in irgendeiner Art und Weise hat. Auch wenn ihr Langeweile habt, meine Lieben. Auch wenn ihr YouTube vielleicht nicht nutzt. Und wenn ihr meine Videos eh im Livestream guckt, braucht ihr die ja auch nicht mehr auf YouTube unbedingt gucken. Aber lasst mir gerne auch auf YouTube ein Abo da. Und wenn ihr Langeweile habt, klickt gerne meine Videos durch, lasst ein paar Likes da. Dann werden die besser gerankt und dann kriegen wir vielleicht mal ein paar neue Zuschauer dazu. Nein, müsst ihr natürlich nicht machen, aber wenn ihr wollt, ich stehe euch da nicht im Weg. Aber gegen Dr. Tobias Bayer anzustinken ist schon schwer. Ja, danke. Ich habe keinen, weder auf Twitch noch auf YouTube noch sonst irgendwo. Also nee. Also sagen wir mal, alles, was so mit meinem Stream-Zeug zu tun hat, also YouTube und Twitch, kein Konkurrenzdenken in dem Sinne. Weißt du? Ich denke mir dann, ey, wenn ich Bock habe, was zu machen, mache ich das. Und wenn jemand Lust hat, sich das anzuhören, dann ist cool. Und wenn nicht, dann nicht. Ich muss mich ja mit niemanden messen. Und der eine sagt dann vielleicht, okay, mir gefällt die Stimme besser. Und der andere sagt, okay, mir gefällt die Stimme besser. Das ist ja genauso auch auf YouTube und Twitch. Selbst wenn jetzt 200 Leute Medieval Dynasty spielen, der eine sagt, oh, mir gefällt seine Art besser oder mir gefällt ihre Art besser oder irgendwas. Ganz ehrlich, da habe ich kein Konkurrenzdenken. Es ist ja nicht mein Hauptberuf. Es ist ja nur ein Hobby. Wenn ich so krasses Konkurrent oder wenn ich Konkurrenzdenken auf Twitch an den Tag legen würde, da dürfte ich ja auch keine anderen Kanäle hosten oder raiden. Weil dann wäre ja, könnte ja sein, dass ich dann Zuschauer da hinschicke und die sich denken, boah, die Person ist ja viel, viel cooler. Ich gucke jetzt nicht mehr beim Onkel zu, ich gucke jetzt nur noch bei der anderen Person zu. Also wenn ich anfangen würde, so zu denken, dann kann ich aufhören mit dem Spaß. So. Das ist ja genauso wie, boah,
mag ja auch nicht jeder jedes Spiel, ne? Ich habe ja ganz, ganz viele Zuschauer, die sagen, boah, bei Medieval Dynasty gucke ich rein. Aber Scum ist so gar nicht mein Ding. Und dann fluktuieren da natürlich die Zuschauer. Und dann, ne, je nachdem, was ich spiele, sind ja andere Leute da teilweise. Viele Leute, die sind da, sind oft da, egal was ich spiele. Und ich habe halt viele Leute, die sind nur da, wenn ich ein bestimmtes Spiel spiele. Und das finde ich absolut nicht schlimm. Ich meine, dafür ist ja Twitch und YouTube da. Dass man zu dem Zeitpunkt das gucken kann, worauf man gerade Bock hat. Ich habe in Medieval schon 1234 Spielstunden. So viel habe ich definitiv noch nicht. Bella, so viel habe ich definitiv noch nicht. Ich weiß gerade nicht, wie viele Stunden ich in Medieval Dynasty habe, aber irgendwie so 600, 700 oder sowas. Aber wir haben schon viele, viele schöne Dörfer gespielt. Ich fange ja eigentlich bei jedem großen Update ein neues Dorf an, aber ich werde schon mal ankündigen, da wir jetzt ja auch erst im Jahr 13 sind, da das nächste große Update jetzt nicht so weit weg ist, werden wir da kein neues Dorf anfangen, sondern das Dorf weiterspielen. Dentro, grüß dich. Sieht super aus, dein Dorf. Grüße aus Zürich. Oh, aus Zürich, herzlich willkommen. Ja, danke schön für die Blumen. Ich gebe mir, Medieval Dynasty ist tatsächlich eins der wenigen Spiele, wo ich mir beim Bauen Mühe gebe. Wo ich ein bisschen versuche, schön zu bauen. Weil wenn man das so sagen kann, komme ich ja aus der Survival-Ecke. Also Seven Days to Die, Ark. Ja, wobei bei Ark tue ich mittlerweile auch anfangen, schön zu bauen. Aber so Seven Days to Die oder so. Und da ist halt am Anfang Green Hell auch ein gutes Beispiel, was wir ja oft gespielt haben. Eher, ich sag mal so, da geht halt praktisches Bauen vor schönen Bauen. Aber in Medieval Dynasty kann man sich halt schön ein bisschen austoben und auch mal ein bisschen hübsch bauen. Zumindest versuche ich mir Mühe zu geben. So, und versucht da ein bisschen Struktur reinzukriegen. Und wie gesagt, wir haben ja noch nicht alle Gebäude freigeschalten, von daher klaffen hier noch Lücken. Also hier diese große Fläche zum Beispiel, da ist die Taverne mit Biergarten geplant. Der Biergarten geht dann Richtung Marktplatz, der ist auch noch nicht fertig. Da kommen noch ein paar mehr Markthütten hin. Ja, genau. Und ansonsten noch viele, 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 viele Häuser für viele, viele, viele Einwohner. So. Wir schnappen uns mal. Ich denke mal, 20 Holz reichen erstmal. Und. Na, das sind zu viele. Spielt's mit Pots auch mal wieder nach einer langen, langen Ewigkeit Seven Days. Ja, muss man ja sagen, Seven Days ist bei mir so, sagen wir mal zumindest streamtechnisch die Wurzeln, wo ich herkomme. Aber mehr als wenn eine neue Alpha reinkommt. Die letzten Alphas haben mich halt alle nicht bei der Stange gehalten. Ne? Dann guckst du halt, kommt eine neue Alpha raus, guckst du dir an. Macht auch erstmal wieder Laune. Bist du aber relativ schnell wieder an dem Punkt, wo du sagst, na, ich hab alles. Dann wartest du vielleicht noch auf ein, zwei geile Mods, die rauskommen. Und dann ist das Thema aber halt auch schon wieder durch. Seven Days, ich gucke immer wieder gerne rein. Habe ich auch richtig Bock drauf. Aber es hält mich halt nicht lange. Meistens hört man, ja, eben so Tag 30, Tag 35. Dann ist das Thema eigentlich ausgelutscht, weil dir eigentlich keiner mehr was haben kann. Da wirken natürlich dann die. Die Zombies, die Mods ein bisschen gegen, ne? Weil. Da spielt man dann vielleicht auch mal bis Welle 50 oder so, 45. Aber das war's dann halt auch wieder.
Und ich brauche ja eh immer ein bisschen Abwechslung. Ich kann, also ich beneide auf einer Seite Streamer, die wirklich jahrelang oder monatelang ein und dasselbe Spiel spielen können. Das ist natürlich ganz geil, um Zuschauer zu binden. Kommt immer ein bisschen aufs Spiel drauf an, natürlich. Wenn ich das könnte, hätte ich vielleicht noch die Partnerschaft schon, aber das kann ich nicht. Ich brauche die Abwechslung. Das ist für meine Zuschauerzahlen nicht so geil, aber wie gesagt, ich mache das ja als Hobby und nicht beruflich, von daher sind mir meine Zuschauerzahlen zwar nicht egal, aber ich richte meinen Stream jetzt nicht darauf aus, unbedingt die Zahlen oben zu halten. Es gibt zwar immer mal ein Spiel, was mich dann über längere Zeit fesselt, wo ich dann eben jetzt aktuell noch Formel 1, ne, wo ich dann sage, okay, ein Tag in der Woche ist halt für das Spiel reserviert, aber dann gibt es halt an den anderen Tagen was anderes. Aber wenn ich jetzt mal, boah, wen könnte ich denn jetzt mal als blödes Beispiel nehmen? Nehmen wir mal Zooshamp. Zooshamp spielt in seinem Stream zu gefühlt 90% eigentlich nur 7 Days to Die. Das ist natürlich super nice. Er hat es halt relativ, ich meine, nicht nur wegen Spiel, es kommt ja immer auf den Menschen drauf an, ne? Man muss ja auch noch eine gewisse Sympathie ausstrahlen und die Leute sozusagen ansprechen mit seiner Art. Ja, also versteht mich jetzt nicht falsch, das liegt nicht nur am Spiel, dass er da ist, wo er ist. Aber es ist natürlich hilfreich, wenn du sagst, okay, ich spiele nur das eine Spiel, das hat halt Zuschauerbindung aufgebaut und er ist allein mit 7 Days to Die Partner geworden. Und klar, wenn ich jetzt sage, ich spiele jetzt anderthalb Jahre nichts anderes als 7 Days to Die, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich genug Zuschauer habe für eine Partnerschaft. Aber habe ich darauf Lust? Nö. Deswegen, also das ist keine Kritik jetzt an Zooshamp, nicht, dass das irgendwie falsch aufgefasst wird oder so. Aber er hatte halt das Durchhaltevermögen, damit sich zur Partnerschaft zu arbeiten. Das habe ich halt nicht. Na, ich könnte jetzt auch sagen, ich spiele ein Jahr nichts anderes als Medieval Dynasty. Wobei Medieval Dynasty tatsächlich noch ein Spiel ist, wo ich mir das vorstellen könnte. Ja, wobei auch da ist irgendwann mal die Luft raus. Na, ich meine, du bist ja irgendwann mal Jahr 30 oder so, dann passiert ja nichts mehr. Gut, muss dann halt öfter von vorne anfangen oder sowas. Ja. Aber das ist halt einfach nicht mein Fall. Bei mir ist halt absolut permanenter Wechsel in den Spielen. Das ist halt so. Habt ihr in deinem Discord meinen Sturf in Bildergleich? Ja, sehr cool, sehr cool. Gucke ich mir nachher an. So, Schmiede Nummer 1 haben wir aufgewertet. Da ist Schmiede Nummer 2. Ja, schaffen wir auch noch locker, die aufzuwerten, würde ich sagen. Ich drücke nur die falschen Tasten gerade. Ja. Und ich sage jetzt mal, also worauf ich eigentlich raus wollte, es ist halt, wenn man so einen permanenten Wechsel an Spielen hat, ist es tatsächlich, finde ich, schwierig, die Zuschauerzahlen zu erreichen, die man für eine Partnerschaft braucht. Oder was heißt, es ist ziemlich schwierig. Es ist schwieriger, als wenn man immer dasselbe Spiel spielt. Denke ich zumindest. Aber das kann auch, es ist eine sehr subjektive Einschätzung. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist. Vielleicht mögen mich die Leute auch einfach nur nicht. Hat auf jeden Fall bisher mit der Partnerschaft nicht geklappt, aber wie gesagt, ist ja auch nicht weiter schlimm. Sag mal so, vor 2, 3, 4 Jahren habe ich das noch ein bisschen anders gesehen. Aber da war der Mehrwert, der mir eine Partnerschaft gebracht hätte, auch was völlig anderes als heutzutage. W-
wirklich mehr Möglichkeiten würde es mir ja nicht bringen, wenn ich Partner wäre. Von daher ist das nichts, wo ich jetzt unbedingt sagen muss, dass ich da auf Zwang irgendwie hin muss. Ja, das merke ich halt auch. Das ist halt das Komische, Xaneb, wo du das gerade sagst, dass du dir ja auch nicht permanent immer dasselbe Spiel anschauen könntest, weil dir das dann irgendwann zu langweilig wird. Das finde ich auch wiederum auf der anderen Seite dann interessant, weil ich merke das ja auch bei mir. Ne? Wenn ich jetzt, nehmen wir mal Ark als Beispiel. Wenn wir einen neuen Ark-Server machen und anfangen Ark zu spielen, dann merkt man auch richtig, so die ersten ein, zwei Wochen gehen die Zuschauerzahlen nach oben, weil die Leute Bock haben auf Ark. Aber ich merke dann wirklich so nach 2-3 Wochen, wie die Kurve der Zuschauerzahl immer weiter abflacht, weil die Leute dann sagen, okay, ich habe alles gesehen, guck bei Ark nicht mehr zu, so nach dem Motto. Oder, ja, nee, hab keinen Bock auf Ark oder was auch immer. Ne? Also gibt's ja verschiedenste Gründe. Aber das merkt man dann richtig. Deswegen weiß ich gar nicht, wenn ich jetzt als Beispiel... Ja, okay, du ziehst natürlich irgendwann dann andere Zuschauer an, die halt Bock auf das Spiel haben. Also du verlierst halt auf der einen Seite Zuschauer und auf der anderen Seite gewinnst du halt neue dazu, die halt Lust haben, das jeden Tag bei dir zu gucken oder alle 2 Tage oder whatever. Aber ja, also, ey, ne? Jeder hat da so seinen Geschmack. Ich könnte das auch nicht. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja das Schöne an Twitch und an YouTube, ne? Heute habe ich Bock, das zu gucken, da gucke ich dazu. Heute habe ich Bock, das zu gucken, da gucke ich halt woanders zu. Das ist ja das Gute. Man hat ja permanent freie Auswahl. Auf YouTube ja sogar noch mehr als auf Twitch. Ja, auf Twitch kommt es ja immer drauf an, wer ist gerade so live. Auf YouTube ist halt Content da. So. So, supi, da haben wir beide Schmieden schon aufgewertet. Wie gesagt, zusätzlichen Arbeitsplatz gab das jetzt aber nicht, ne? Nee, es sind trotzdem bloß 2 Arbeitsplätze. So, direkt wieder einstellen. Gut, damit haben wir auch den Winter hinter uns gebracht. Na, wobei, ne, wir können doch nicht ins Bett gehen, ne? Ich wollte jetzt gerade schon abmoderieren. Aber ich wollte die Folge ein bisschen abkürzen. Aber wir können noch nicht schlafen gehen, oder? Nee, können wir noch nicht. Sei's drum. Ich moderiere trotzdem ab. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's weiter im Frühling von Jahr 14. Da haben wir wieder ein Jahr hinter uns gebracht. Wobei mir einfällt, das gucken wir noch nach kurz. Wie alt ist denn unser Sohn mittlerweile? Ja, okay. Dauert noch 4 Jahre, bis wir den zum Arbeiten einteilen können. Okay. Na gut. Darauf arbeiten wir aber weiterhin. Wir haben jetzt schon mal die Schmiede abgegradet auf Stufe 3. Das gefällt mir sehr gut. Mal sehen, wann die nächsten Gebäude folgen. Und was wir in den nächsten Jahreszeiten so für Unfug treiben. Wenn ihr Bock habt, schaltet gerne wieder ein. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Schreibt mir einen Kommentar und wenn ihr ganz, ganz wild seid, dann kommt ihr einfach mal auf Twitch vorbei. Da machen wir das immer so Samstagmittag rum. Da könnt ihr auch live reinschauen bei Medieval Dynasty und natürlich auch gerne bei allen anderen Spielen. Von daher, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.